Moin Moin, mein Name ist Hans der Löwe. Willkommen zurück zu Battlefield. Battlefield. Wie komme ich immer auf Battlefield, Mensch? MechWarrior 5, Mercenaries. Mann, wie komme ich auf Battlefield? Ich habe doch kaum Battlefield gespielt. So, Vertreter von Haus Davion? Keine Ahnung. Dieser hier wird interessant sein. Da bin ich mir sicher. Unsere Informationen über ein Ziel sind nicht die besten und wir sind nicht sicher, welcher Mech ihnen gehört. Also werden wir dich bezahlen, damit du jeden Mech, von dem wir denken, dass er es sein könnte, ausschaltest. Aha. Ja, gut. Warum nicht? Wir können da nur einen Punkt setzen. Schadensabdeckung. Nämlich 2 und 1 auf Schrottteile. Man weiß ja nie, wie toll die Sachen sind, die man da findet. So, wir nehmen Eva. Und wie sieht's da? Dawson. So, Eva und Dawson haben keine Mechs. Eva kriegt. Passt auch schon so die etwas Rötliches. Den Yelvin. Und Dawson kriegt den kleinen Low-Cost. Dann sind wir bei 135 Tonnen. Und das sieht gut aus. Ich weiß nicht, ob der Low-Cost irgendwas bringt mit seinem Maschinengewehr und Laser, aber ich kann mir vorstellen, vielleicht kriegt er im Nahkampf da die Panzerung besser runter. Also ich hatte damals bei MechWarrior Online auch so einen ähnlichen am Anfang. Laser und Maschinengewehr. Aber ich kann nicht sagen, wie effektiv das ist. So. Die beiden müssten wir eigentlich auch nochmal irgendwie lackieren, aber jetzt nicht. Wir sind bereit. Ich bin gespannt. Wenn ich den Befehle geben könnte, wäre noch echt super. Irgendwie so. Ich weiß nicht, ob wie automatisch die eingestellt sind. Die kleinen. Also der Freeman ist ja vorhin irgendwie, letzte Folge, irgendwo hingelaufen und ist dann verreckt sehr früh. Dass man vielleicht so einen Radius einstellen kann. So 5 Kilometer in meiner Nähe. Na gut, ist vielleicht zu weit, aber 1 Kilometer oder so. Oder Angriff, Verteidigung. Naja. Sichten und vernichten! Sichten und vernichten! Oh, ist er klein. Er ist ja klein. Reactor online. Sensors online. Weapons online. Gute Laune. All online. Systems nominal. Sag ich doch. There's a good chance our targets have split up in order to evade us. The more locations on the map are the most likely areas where we'll find them. Oh doch, irgendwie kann ich die Befehle geben. Warte mal. Über F2 und F3. Das ist natürlich jetzt Scheiß-Tasten. Warte mal ganz kurz. Ich kann ihm Befehle geben. Das Dumme ist nur. Ich habe so Schnelltasten zum Aufnehmen. Und bei F2 würde ich das Video beenden. Darum doch ein bisschen doof. Wofür stehen denn 1, 2, 3, 4, 5 Gas? Ah, den brauchen wir doch nicht. Wohl Waffen abfeuern. Ich will. Diese Befehlssachen anders machen. Kann ich die nicht woanders hinlegen? Zwischen Nichtfeuer 1 und 2 wechseln. Aber die müssen wir irgendwie anders machen. Das geht so nicht. Ab 6 ist frei. 7, 8, 9. Würde gehen. 7, 8, 9, 0. Zu mir ist die 8. Das kann ich mir noch nie merken. Mein Ziel attackieren. 7. Gehe zu 9. Feuer frei wechseln. Das eh gleich vergessen, sobald das weg ist. Aber egal.
gucken wir mal. Ich hab's schon vergessen. Scheiße. Warte mal, jetzt muss ich mir mal ganz kurz oldschool abschreiben. Ja, ich bin alt. Ich habe immer mal einen Zettel und einen Stift in der Nähe. So. 7. Ziel attackieren. 8 zu mir. 9 gehe hier zu. Und die 0. Nicht schießen, Feuer frei. Das ist ja schon mal etwas. Bin ich ja schon mal nicht mal ganz so enttäuscht. Ich muss die wahrscheinlich auswählen vorher, ne? Weil F. Target acquired. My kill. Target destroyed. Okay. Got another one. Target acquired. Target identified, Commander. Put them down. Enemy eliminated. Enemy eliminated. Oh. Component lost. Was haben wir da? Oh, der stört mich auch. Target destroy. Target acquired. This mech shouldn't last much longer. Component lost. I repeat, component lost. Target down. Los, Feuer frei da. Burn that target down. Ich versuche mal die oben nochmal schnell zu töten. Target destroyed. Und den nochmal. Destroy. Und den nochmal. So, ihr müsst. Habt ihr den jetzt gekillt da? Ich kümmere mich um den ganzen Kleinkram, hier um die großen. Target destroy. Target acquired. Enemy mech down! Perfekt, habt ihr gut gemacht. Good job. Habt ihr gut gemacht. Ey! Yeah. Von wem kam der Laser gerade? Target acquired. Target destroyed. I got it. Zu mir. Target acquired. Target destroyed. So, da haben wir ein Panzerchen noch. Target. Yeah. Gut. Kornfelder im Winter. Ist ein bisschen doof, oder? Nächstes Ziel, mir folgen. Ah, Freeman hat es schon wieder erwischt. Ich will jetzt am liebsten Freeman nach Hause checken. Dawson, Eva sieht noch gut aus.
Boah, Eva macht den ganzen Wald Platz. Oh, der Herr hat schon Arm verloren. So, hier mal bleiben. Ah, Scheiße. Target acquired. We've got eyes on the primary. Drop them before their friends show up. Ups, das war die falsche Taste. Aufnahme läuft noch, okay. Zu mir. Sorry, Commander. My kill. Target destroyed. Target destroyed. So, Ziel, Attacke. Feindlicher Centurion. Ah, der sieht echt schlecht aus. Ah, ich bin zu warm. Got our target. Nicely done. I'm getting zero reactor signature from the targets. Looks like we got them all. Hier ist noch. We fulfilled our contract, Commander. Let's get you out of here now. Was ist, er schießt uns hier? Das. Ah, das ist ein kleiner, schneller Läufer hier. Los, Attacke! Nein! Okay, Freeman hat's wieder erwischt. Wow! Was war das denn, Alter? Das ganze Ding ist hochgegangen. Freeman, du Lusche! Los, zu mir! Hier vorne ist noch ein Ziel. Okay. Ist da noch irgendwas? Oh, warum kommen von da jetzt Fahrzeuge? Der besser als ich im Ausschalten. Target acquired. Target destroyed. Ich weiß nicht, ob man hier auch irgendwie vielleicht Kisten finden kann oder so auf den Maps, wenn man sich umschaut. Jetzt bin ich neugierig, weil hier waren ja Wachtürme. Sind Wachtürme. Enemy eliminated. Enemy eliminated. Bin ich niedlich. Nee. Kann wohl nicht der Fall zu sein. Nichts zum Sammeln. Schade. Meine Neugier hat's aber geweckt. Oh, der Einsatz ging ja auch schnell rum, ne? Ah, Freeman ist bestimmt wieder verletzt, ey. Wochenlang, ey. Scheiße. Ups, da ist ein Stein, den ich nicht kaputt machen kann. Boah, Mission complete.
Aber warum hat es den Freeman schon wieder erwischt? Ich hätte nicht gedacht, dass Freeman da als erster wieder umkippt. Ich hätte gesagt Dawson mit dem Kleinsten. Jetzt müsste man natürlich genau wissen, was kaputt ist an meinen Max, damit ich die jeweiligen Teile jetzt aussuchen kann. Dann sparen wir uns nämlich die Marktsachen einzukaufen. Zenon. Oh! Wir können Max mitnehmen. Jawohl! Wir wären echt blöd, wenn wir es nicht machen würden. Oh. Anteil 11. Kriegen wir nicht. Scheiße. Ah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Scheiße, aber ich glaube, hätten wir alles darauf gesetzt, wenn wir doch hätten wir vielleicht ein Mac gekriegt. Das ist ärgerlich. Was ist ein Unterschied zwischen S und M Laser? Ah, Wertigkeit 2. Das ist ein PK. Ich weiß nicht, was das ist. Ob ich das brauche. Also der S-Laser scheint ja schon mal wertvoll zu sein. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. PK habe ich keine Ahnung, was das ist. Ich nehme nochmal den normalen M-Laser mit, weil meine haben sie wahrscheinlich... Ist bestimmt wieder einer kaputt. Ich nehme noch den M-Laser. Das hätte man vorher wissen sollen. Also bei... Das war ein Attentatauftrag. Muss man uns mal merken. Bei Attentatauftrag gehen wir nochmal komplett alle Punkte hier rein. Damit wir hier vielleicht einen Mac rauskriegen. Das wäre echt geil. Gesamtschaden. Bisschen Plus machen wir. Und Freeman lebt noch, aber 69 Tage von... Oh Gott. Den hat es auch am härtesten wieder erwischt. Der hat alles abgekriegt. So, die andere Mission, die wir vorhin gesehen haben, können wir knicken. Weil die war ja Schwierigkeit 11 und brauchen wir nicht. So... Reparieren. 4 Tage kann ich mit leben. Reparieren. 7 Tage kann ich mit leben. Oh Gott, der hat was wir verloren. Reparieren. Der hat auch eine Waffe verloren. Maschinengewehr müssten wir aber noch locker haben. Ja. War ja toll. Steigere deinen Ruf. Ja, würde ich gerne. Sternkarte. So, also diese Mission nehmen wir nicht an. Zerstörung ist nur ein Auftrag. Ich würde sagen, wir gehen mal hier hin, weil hier haben wir 2 Auftragsmöglichkeiten. Travel. Allein durch das Reisen schon mal 13 Tage rum. Bloß die Animationen könnte ich mal langsam überspringen hier. So, weil wir müssen erstmal zu dem Max. Ausstattung. Bei denen ist jetzt das Maschinengewehr in den Dutten. Entfernen. Maschinengewehr. Umrüsten.
So. Mit dem ist auch was in den Eimer. Es kann doch nicht sein, dass andauernd... Hey Katze, was kann ich für dich tun? Dass andauernd hier alles in den Arsch geht. Nach jeder Mission. Wir machen überhaupt keinen Gewinn. Den KV4 habe ich schon gar nicht mehr wieder. Jetzt habe ich den guten Laser 2 da eingebaut und ist schon wieder Schrott. So, jetzt ist er quasi schwerer, ne? Was ist denn hier dein Problem? Mach jetzt die Front einfach härter. Vielleicht ist das das Problem. Da wir jetzt eh keine Waffen mehr haben. So. Machen wir ihn einfach schwerer. Er geht nicht. So. Umrüsten. So, ich bin gespannt, was für Missionen hier sind. Ah, Schwierigkeit 10 und Schwierigkeit 11. Ah, das ist doch Kacke. Eine andere Fraktion, ne? Schrottanteile nur 6 maximal. Zuflucht. Schwierigkeit. Ich weiß nicht, ob wir es nehmen sollen. Was meinst du, Katze? Du sitzt gerade hier. Wir warten erstmal ab, bis die anderen Mechs sich repariert haben. Ja, ich muss warten, bis Freeman auch wieder da ist. Und das kostet wieder Geld. Pilot hat sich erholt. Juhu. So, Sternkarte. Oder wir reisen weiter. Hätte ich nicht so lange warten müssen eigentlich. Nee, komm. Wir testen das jetzt hier. Wir nehmen jetzt die Mission. Das Nest entleeren. Die Bevölkerung von Woundage steht kurz vor einem Aufstand gegen die lokale Regierung. Wir haben gelernt, dass der Zielort der Ort ist, an dem sie ihre Haus Kurita Verbündeten treffen. Reise dorthin und brenne es nieder. Erinnert diese Verräter daran, dass eine solch offene Untreue nicht toleriert werden kann. Ja, aus Kurita. Kennen wir nicht, oder? Oh, Schrottteil, wir kriegen da eh kein Mech raus. Das weiß ich jetzt schon. Aber ich gehe davon hohen Schaden aus. So, alle da. Ne, hier passt doch was nicht. Fehlende KSR. Warte mal ganz kurz. Abbrechen. Ja, ich hab gerade keinen. Ja. Ich habe nichts. Ich kann mir das nicht aus den Rippen schmeißen. Können wir es kaufen? Oh, ein Assassin. Brauchen Ausrüstung. Weil sein KSR ist schon wieder im Arsch. Hab ich aber nicht. Kriegen wir ja nicht gekauft.
Oh, ich habe noch einen KSR-6. Habe ich den eingebaut? Nee, habe ich doch nicht. Kann ich da einen Wärmetauscher reinbauen? Ja, dann brauchen wir auch diese Munition nicht. So, hat sich geklärt. Dann ist einfach frei. Ist halt so. Dann machst du halt nur Laser. Mein Gott. 2 Tage für nichts. Warten wir nochmal kurz, dass er umgerüstet ist. So, dann entleeren wir mal die Putze. So, KSR-4 brauchen wir. Jetzt musst du ja andauernd hin und her fliegen und machst ja echt nur miese, weil du jedes Mal 200.000 verballerst, mindestens, um wieder an so einem Knotenpunkt zu sein. 200 bis 100.000. Nur damit er seinen scheiß Raketenwerfer kriegt, den er wahrscheinlich eh nie einsetzt und, naja. Ich hoffe, die Mission läuft mal besser und alle überleben. Das wäre schön. Ich würde mich freuen, wenn alle überleben. So, wir sind bereit, ja. Ah. Ganz schön viel Vorbereitung und so. Oh, wie cool. Bam, bam. Our employer wants us to destroy a local military facility. Be cautious of any live ordnance storage they might have on site. Farhad. Oh, die sehen schon was, was ich gar nicht sehe. Shrapnel from shredded my army bundles. Ach da. My kill. Target acquired. Jo, Hammer. Bisher nur leichter Widerstand. Target acquired. Target. Enemy eliminated. Ja, Eva, du sagst es. Ja, aber wir haben ein Problem mit dir. Oh, da! Ah. Rechtsturm oder? Treff ihn nicht. Target destroyed. Target acquired. Nein. Schnauze voll. Target destroyed. All diese scheiß Geschütztürme hier überall. Target acquired. Incoming missile. Wo? Hinter mir irgendwo. Target acquired. Feuer auf das Ziel, Mann. Ah, ich krieg ihn nicht. Eliminated. Oh, jetzt bist du.
du wieder dran. Oh, der macht mir die ganzen Beine kaputt, dieses Arschloch. Zu mir. Ey, irgendwas zerballert mich hier. Ach, da oben. Target destroyed. Target destroyed. Also zu mir klappt nicht so ganz, Freunde, ne? Das Radar ist auch immer so kurz. Müssen wir das jetzt zerstören oder was? Scheint so. Na, ich bin jetzt gerade ein bisschen verknotet hier. They're operating at reduced efficiency. Keep on smashing. Scheiße. Target acquired. Ich sehe nix. Oh, was ist denn los hier mit dem Ding? New target acquired. Feuer auf den da, Mensch. Mist. Der hat meinen Waffenarm zerstört. Component destroyed. Tja, dann kümmere ich mich um den Helikopter. Target destroyed. Alter, wir müssen abbrechen, glaube ich. Vandale! Weil wir es können. Weil es Geld bringt. Ja, ist ja gut, aber... Los, zerstört hier alles, Mann. Oh, ist ein feindlicher Mech. Dann kümmert euch drum. Zwei feindliche Mechs? Wollen ein bisschen Platz machen. Component loss. Need defensive support. Oh, er ist schon down. Fuck. Mission complete, Commander. I expect our employer to be very satisfied with this result. Head to the evac point for extraction.
Target down. Los, zerstört den da. Enemy Mech down. So, wohin? Schnell weg hier. Ich habe so das Gefühl, es ist ein Minusgeschäft. Es ist, mein Arm ist weg. Das wird so ein Minusgeschäft. Oh fuck, jetzt kriegen wir von hinten irgendwo einen drauf. Zu mir, Jungs. Mission abbrechen. Ah, das sind ein, zwei feindliche Mechs. Keine Zeit mehr dafür. Genau, einpacken. Muss ich jetzt auf meine Leute warten? Dann wäre ich verloren. Weil zu mir hat es ja gerade irgendwie nicht geklappt. Musik ist auf jeden Fall gut. Minusgeschäft. Ah, der sieht gar nicht gut aus, der Yelvin. Ach, die sind das Koruta. Ah, nee, schon minus 8, von daher. KS4 braucht man, ne? Na komm, nimm mal ein KS2 mit, die kosten ja nix. Die Waffe, die ich jetzt verloren habe, ist jetzt hier nicht dabei, ja? Oder könnte das die gewesen sein? Besitz habe ich schon 5. Ich nehme jetzt nicht mehr so Sachen mit, wo es nach Geld geht, sondern was ich gebrauchen kann, um nicht wieder irgendwo hinzufliegen. Ich nehme mal so ein Large. Heißt das Large Laser und das Medium oder Low Laser und Medium? Ich nehme einmal mit. Teile verkaufen wir auch echt gut. Lamer. Na ja, komm, Maschinengewehr nehmen wir mal mit. Nee. Das ist ein M-Laser, haben wir ja schon. Egal, nehmen wir mit. Ja, er wird echt ein Minusgeschäft. Erlittener Schaden. 1 Million. Schadensabdeckung. Ja, fuck you, ey. Auszahlung. Fuck you. Oder sehe ich das falsch? Ja. 300.000 miese gemacht. Und wer weiß, was wir an Waffen verloren haben. 6 Tage sind schon vergangen. Das ist auch schön. Ich treibe meine neue Firma gleich in Ruin. So. Reparieren. Ja. Arm ist arm. Arm Arsch dran, ja. Scheiße. Eine haben wir noch, ne? Boah, haben wir Glück. Ne, kann ich nicht einfach umrüsten?
ich erst umrüsten und dann kann ich ihn reparieren? Ist auch blöd. Der ist jetzt zu schwer. Untergewicht. Ah, Untergewicht. Reparatur benötigt. Mittelschwerer. Laser zerstört. Wer hätte das nicht gedacht? So, und das ist ein leichter Laser. Ah, scheiße. Hier, der gute mit zwei Strichen. Super. Schön, schön, schön. Schön, schön, schön. Das freut mich richtig. Also ich mache echt kein Gewinn. So, aus. Maschinengewehre. Beide Maschinengewehre im Arsch. Wärmetauscher im Arsch. Ich kann aber nur ein Maschinengewehr ersetzen. Eine billige Waffe habe ich leider nicht so häufig. Ja, Wärmetauscher. Mittlere Laser, die waren eigentlich ganz gut. Ja, kann ich da einen Laser ranballern? Geht nicht. Nur Platz für Ballistik. Kriege ich irgendwie einen ran? Nö, kriege ich nicht. Gut, dann läuft er nur mit ein Ärmchen erstmal. Weil das war die Mission mit Schwierigkeit 11. Und wir haben noch eine mit Schwierigkeit 12. Ne, andersrum. Wir hatten die 12er und das ist jetzt die 11er. Ich glaube nicht, dass sie einfacher wird. Gut, ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Break. Ich überlege mir, wie wir das weitermachen. Mit unserer Schrottgang. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal gerne einen Like. Oder ein Abo. Wenn ihr wisst, wie ich es besser machen könnte, schreibt mir einen Kommentar. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.